Ali Canoveri rast mit dem Skateboard durch die Halfpipe, setzt zum Sprung an und knallt auf den harten Beton. Schnell rappelt sich das indonesische Mädchen auf, klopft sich den Staub von den Knien schon an und springt wieder auf das Brett. Bis es dunkel wird, übt sie weiter. Die Kleine muss auch fleißig üben, denn sie hat ein großes Ziel, die Sommerspiele 2020 in Tokio. Dann wäre Alika gerade mal 11 Jahre alt und eine der jüngsten Olympiastarterinnen der Geschichte. Kuriosum, bei den Jugendspielen dürfte sie nicht antreten, dort müsste sie mindestens 14 sein. Canoveri liebt die Geschwindigkeit, ich liebe die Vielseitigkeit und die Geschwindigkeit, das ist der beste Teil beim Skaten, sagt die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Asienspiele. Dass sie erst vor 2 Jahren mit dem Skateboardfahren begann, zeigt ihren Ehrgeiz und beweist, ein starker Wille kennt keine Grenzen. Ali Canoveri hat allerlei Tricks auf Lager, Urheberrecht Getty Images, zudem wird ihr von Trainer Judy Tönkaji eine große mentale Stärke bescheinigt. Es mache sie zwar etwas nervös, als Jüngste zu starten, aber es motiviert mich auch ziemlich, sagt Alika und wirft einen ihrer langen geflochtenen Zöpfe über die Schulter. Auf den Spuren von Sky Brownien die Skater-Szene strömt derzeit viel frisches Blut. Die 10-jährige Japanerin Sky Brown ist ein Riesentalent und stand bereits mit 3 Jahren zum ersten Mal auf dem Brett. Die Tochter einer Japanerin und eines Briten ist der derzeit jüngste Skate-Profi und hat bereits zahlreiche Werbeverträge. Ihr und ihrem Bruder Ocean folgen über 140.000 Menschen bei Instagram. Um mit Sky gleichzuziehen, braucht Alika noch viel Übung, sie hat schließlich 5 Jahre Erfahrungsrückstand. Dennoch verfolgen beide Mädchen den gleichen Traum, der auch zu realisieren ist. Denn im Reglement des Dachverbands World Skate ist keine Altersgrenze für die Olympia-Qualifikation festgeschrieben. Verband gibt grünes Licht, es gibt kein Mindest- oder Maximumalter für die olympischen Skateboarder, sagte Simona Mercuri von World Skate. Wir vertreten den Standpunkt, dass ein Sportler, der talentiert genug ist, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, in der Lage ist, mit den Risiken des Skateboardings umzugehen. Egal, wie alt er ist, auch das Internationale Olympische Komitee, IOC, bestätigte dem SIT, dass es für Olympiateilnehmer keine Altersgrenze geben darf, die nicht in den Wettbewerbsregeln eines internationalen Verbandes festgelegt worden ist. No worry, ich würde es lieben zu starten, der Weg nach Japan wäre also frei. Ich würde es lieben, in Tokio zu starten, sagte gerade einmal 1,30 Meter große Alika, ich möchte so viele Erfahrungen wie möglich bei den verschiedensten Spielen sammeln. Warum dann noch warten? Deswegen startet sie in der nächsten Woche beim Skateboard-Wettbewerb, der erstmals bei den Asienspielen im Programm steht. In 2 Jahren feiern die Skater dann bei den Wettkämpfen in Japan mit den Disziplinen Street und Park ihre olympische Premiere. Mit Alika, am Willen soll es nicht liegen.